Guten Tag, liebe Hörer, hier ist der Kontrafunk, die Stimme der Vernunft mit Burkhard Müller-Ulrich. Wir haben Sonntag, den 12. Juni 2022 und das bedeutet, in 9 Tagen ist Sommeranfang und der Kontrafunk wird rund um die Uhr senden. Der längste Tag, das beste Radio, das ist unsere Devise und Sie können dafür Werbung machen, indem Sie unsere Flyer auslegen und unsere Plakate aufhängen. Und wo bekommen Sie dieses Material? Ganz einfach, Sie bestellen es auf unserer Webseite kontrafunk.radio oder Sie schreiben direkt eine E-Mail an marketing@kontrafunk.radio. Das alles ist für Sie natürlich kostenlos, also bestellen Sie ruhig ein paar Exemplare mehr. Wir lassen auch nach dem Sendestart nochmal nachdrucken, damit in diesem Sommer jeder weiß, es gibt den Kontrafunk, es gibt ein Medium des bürgerlichen Mittelstands, des geistigen Widerstands und des gesunden Menschenverstands. Und wenn Sie uns dafür etwas spenden, sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank. Die Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite inklusive Kontonummern im Impressum. Der heutige Sponsor macht etwas ganz Besonderes, sozusagen Sponsoring um die Ecke, denn er möchte nicht erwähnt werden, sondern er tut es für einen Freund bzw. dessen Webseite und die empfehle ich Ihnen jetzt auch. Winters Winzer heißt sie und im Internet schreibt sich das mit Bindestrich, also winters-winzer.de. Dort stellt Achim Winter seine liebsten Winzer und deren Weingüter in Videos vor. Und dieser Achim Winter ist derjenige, den Sie vielleicht aus dem ZDF und von Tichys Einblick kennen. Also ein Kollege, der aus seiner Weinkenntnis und Leidenschaft eine Informations- und Verkaufsplattform gemacht hat. Und zwar mit einer ganz persönlichen Note, denn Achim Winter verkostet die Weine seiner jeweiligen Gastgeber vor der Kamera und die reden dann so miteinander, dass man sich als Zuschauer direkt einbezogen fühlt. Und jetzt nochmal die Adresse der Homepage winters-winzer.de. Meine heutigen Gäste sind der Journalist Wolfgang Keudel, der Psychologe und Politologe Alexander Meschnick und die Historikerin Gudula Walterskirchen. Seien Sie herzlich gegrüßt. Ganz besonders Alexander Meschnick, der war, darf ich das mal so sagen, nämlich weg und erlebt im Augenblick Deutschland als Heimkehrer aus Griechenland. Mehr verrate ich jetzt nicht an Privatem, aber was mich natürlich interessiert ist, was sind die ersten Eindrücke, wenn man jetzt so wieder zurückkommt? Naja, vielleicht würde ich mich als Spätheimkehrer bezeichnen wollen. Also es ist wirklich so, dass wenn man längere Zeit weg ist, dieser Irrsinn ja nochmal geballter irgendwie erscheint. Ich hatte ja auch schon vor, ich weggefahren bin, ein bisschen mich zurückgezogen, weil ich so vom Gefühl her diese Corona-Zeit mir einfach wahnsinnig viel Kraft gekostet hat. Und ich glaube, das ging vielen Leuten so. Man war einfach ein bisschen durch. Man hat ja eh immer das Gefühl, man hat schon alles gesagt. Und ich hatte mir da eh schon ein bisschen eine Auszeit verordnet. War jetzt letzte Zeit in einem südkretischen Bergdorf, wo die Welt halt noch so ist, wie man sich's vorstellt. Und komme jetzt nach Berlin zurück. Und genau an dem Tag, an dem ich zurückkomme, und vielleicht ist das auch schon das erste Thema, dem wir uns vielleicht ein bisschen nähern können. An dem Tag, an dem ich zurückkomme, war hier in Berlin diese Auto-Amokfahrt, wo eine Lehrerin getötet wurde und eine Schulklasse, die hier auf einer Berlin-Reise war, glaube ich auch 10, 15 schwerverletzte Jugendliche. Ein Vorfall, wie unsere Medien das höflicherweise... Genau, es war ein Vorfall und wieder ein Mann oder ein Unfall, wie es so schön heißt. Das war sozusagen gleich mein erster Eindruck, in dem ich da ankam und halt da hatte ich natürlich dann ein bisschen Zeit mal zu recherchieren und ja, es war dann gleich, was ich in Esslingen war, eine Grundschule, wo ein Mädchen und eine Frau durch irgendwie einen Messerstecher verletzt wurde, in Hamm wurden 4 Menschen verletzt durch eine Messerattacke, in München hatten Somalia wieder eine Frau von Zug gestoßen, das war immer der Mann, wie es immer so schön heißt. Ja, ich war sozusagen sofort wieder zurück in diesem Irrsinn. Und das Unglaubliche ist, und das ist ja wieder auch klassisch Berlin, wie reagiert Berlin jetzt darauf? Berlin will jetzt den Autoverkehr verlangsamen. Das ist sozusagen die Konsequenz aus dieser letzten Tat. Und es wird so getan, als ob sozusagen ein Fahrverbot auch beim Breitscheidplatz irgendwas genutzt hätte, mit der Anis Amri aufzuhalten. Also wir haben sozusagen das Phänomen, dass hier in einer Weise sozusagen Dinge tabuisiert werden, die wirklich für mich schon unerträglich geworden sind. Denn diese ganzen täglichen Messerstechereien, die sexuellen Übergriffe, die Massenschlägereien, auch die Angriffe auf Polizei, Rettungskräfte, Ärzte, Klinikpersonal, all das, was man hier jeden Tag in Berlin mitkriegt, das war ja natürlich in den Hochzeiten der Corona-Berichterstattung, jetzt auch im Ukraine-Krieg, natürlich nur ein Randphänomen. Aber das ist mir jetzt auch wieder wirklich nochmal richtig klar geworden, das ist alles nicht verschwunden, wie vielleicht manche erhofft haben. Es ist in den Großstädten und nicht nur in den Großstädten inzwischen einfach ja
Normalität geworden. Und ich sehe einfach, dass sozusagen auch Polizei und der Staat oder auch die Justiz hier einfach keine Möglichkeit mehr hat, mit dem Ganzen umzugehen. Die Polizei passt sich auch schon den herrschenden Nativen an. Ich hatte vor kurzem auch schon ein Polizeiauto mit Regenbogenfarben gesehen. Das wird sicher ziemlich Eindruck machen auf irgendwie diese Leute. Und so verschwindet halt bei den Bürgern das Vertrauen in den Rechtsstaat. Und ja, wir haben einfach mit 2015, mit der Masseneinwanderung, hauptsächlich junger Männer aus diesen zerfallenen arabischen und afrikanischen Staaten, in denen eben Korruption, Gewalt und auch sozusagen das Versagen staatlicher Institutionen Normalfall sind, uns ins Land geholt, was man einfach nicht tabufrei sozusagen thematisieren kann. Und ich glaube, und das war jetzt wieder mein erster Eindruck in Berlin, also diese Gegengesellschaft, die wird uns noch ja Probleme bringen, von denen wir heute noch gar nicht genau ahnen. Seit 7 Jahren, seit 2015, sagen es die Mainstream-Medien in Deutschland einfach nicht, auch in anderen Ländern nicht. Frau Walterskirchen, wie ist das in Österreich? Wird so ein Fall, so ein in Anführungsstrichen Vorfall, wie jetzt wieder in Berlin, in Österreich zur Kenntnis genommen oder ist es ferne liefen? Ja, es wird natürlich zur Kenntnis genommen, aber die Schamhaftigkeit, ich möchte es mal so bezeichnen, ist hier ähnlich wie in Deutschland. Man ist ja eigentlich schon immer misstrauisch, wenn es heißt ein Mann oder betont wird, es sei ein Österreicher gewesen. Man meint aber allerdings natürlich die Staatsbürgerschaft. Es ist für das Opfer natürlich letztlich unerheblich und mir persönlich macht das schon Sorge, dass man Femizide mittlerweile achselzuckend zur Kenntnis nimmt. Man hat sich mehr oder weniger daran gewöhnt. Das scheint irgendwie so zu sein, dass man meint, naja, es wird irgendwie Teil unserer Kultur. Und gerade als Frau muss ich sagen, bin ich schon höchst beunruhigt. Also ich möchte das jetzt gar nicht so festmachen, ob das jetzt Zuwanderer sind oder Asylanten oder Leute, die schon länger hier sind über Generationen. Letztlich macht das keinen Unterschied. Nur ist es ganz klar, dass sich hier etwas breit macht, vor allem eine Akzeptanz. Oder sagen wir so, Akzeptanz ist vielleicht das falsche Wort. Man nimmt es zur Kenntnis, man ist vielleicht auch kurz entsetzt, aber so wirklich berichtenswert ist es immer weniger. Dieser Fall war jetzt sehr spektakulär, aber der Kollege hat schon erwähnt, also dass eine Frau von ihrem Mann erstochen wird oder aus dem Fenster gestoßen, das ist hier faktisch auch schon mehr oder weniger die übliche Berichterstattung, die sich jetzt mittlerweile nur noch in den Kurznachrichten wiederfindet. Und das ist schon zutiefst verstörend. Also es war ja eine Schulklasse aus Hessen, die es da getroffen hat. Mehrere Kinder sind immer noch in lebensbedrohlichem Zustand. Eine Lehrerin sofort am Ort verstorben und, wie es heißt, es war ein Deutsch-Armenier. Wolfgang Keudel, weiß man inzwischen ein bisschen mehr über den Deutsch-Armenier? Mich wundert es ja immer, dass der Mann, als er dann geschnappt wurde, er hat ja wohl erst versucht zu fliehen, was ja jetzt nicht unbedingt auf einen Psychopathen hinweist, aber egal. Jedenfalls, er konnte festgehalten werden und brauchte als erstes was? Einen Übersetzer. Also der Deutsch-Armenier mit dem deutschen Pass ist offenbar mit der deutschen Sprache so wenig vertraut, dass er sich nicht mal der Polizei oder dem Verhörpersonal gegenüber verständlich machen konnte. Ja, das Problem haben wir ja schon seit sehr viel längeren Jahren als in den letzten 7 Jahren. Sie haben ja immer noch Leute der ersten Einwanderergeneration von Türken aus den 80er, 90er Jahren, die bis heute kein Wort Deutsch sprechen. Das ist ja nicht neu. Das Schlimme ist nur, dass es sich nicht geändert hat und dass es inzwischen eben auch andere Nationalitäten betrifft. Wir haben ja die Situation, dass an Schulen, an Hauptschulen, an Mittelschulen, die Umgangssprache inzwischen Arabisch oder Türkisch ist und dass die wenigen deutschen Kinder an diesen Schulen im Schulhof eben die Sprache der Mehrheitsgesellschaft in der Schule übernehmen. Und dasselbe, in dem Fall ist es halt bei einem Armenier. Was mich noch wundert, ich kenne Armenien aus meiner Zeit in der Sowjetunion. Armenier sind normalerweise äußerst sprachbegabt, was man mir so erklärt hat, wenn man eine sehr schwierige und sehr seltene Sprache spricht, kann man nicht davon ausgehen, irgendjemanden anderen zu treffen, mit dem ich mich unterhalten kann. Und deshalb bin ich gezwungen, andere Sprachen zu lernen. Was mich wundert, dass ein Armenier also wirklich kein Wort Deutsch kann. Kann natürlich sein, dass er nur sagt, er könne kein Deutsch und will dann einen Übersetzer haben, einen Dolmetscher haben, was dann auch nicht dafür sprechen würde, dass er Psychopath ist. In der Tat ist ja die Erklärung, er ist verrückt, immer recht schnell bei der Hand. Egal, ob es jemand ist, der in Frankfurt ein Kind vor einen einfahrenden Zug im Hauptbahnhof stößt oder was immer. Also wir haben ja sehr viel von diesen Verrückten, also überproportional viel eigentlich auch.
Ja, die Zahl scheint wirklich ständig zuzunehmen. In dem Maße, wie Frau Walterskirchen sagte, diese Verbrechen, Femizide, Messerstechereien überhand nehmen, nimmt eben auch die Schnelldiagnose zu. Und natürlich ist es nicht ein Schuft, wer Böses dabei denkt, sondern es liegt ja offensichtlich auf der Hand, dass man mit diesen Schnelldiagnosen psychisch gestört ablenken will von einem grundsätzlichen Problem. Die Frage, die mich allerdings noch beschäftigt, ist, wann gibt es eine Reaktion der Deutschen, der nativen Gesellschaft auf diese Parallelgesellschaft? Oder wird es keine Reaktion geben? Wird das weiter akzeptiert werden, auch wenn diese Vorfälle, die eben dann keine Bandscheibenvorfälle sind, sondern diese anderen Vorfälle, wenn die überhand nehmen, wird die Mehrheitsgesellschaft das weiter akzeptieren, ignorieren, sich ein X für ein U vormachen lassen, oder wird es irgendwann mal eine Reaktion darauf geben? Alexander Meschnick. Also die Frage stellen wir uns ja seit Jahren, und das ist ja immer wieder sozusagen die These, die habe ich auch immer vertreten eigentlich, dass die Wirklichkeit irgendwann sozusagen den Umschlag bringen wird. Aber ich denke, solange die Medien alles versuchen, sozusagen diese Fälle auch runterzuschreiben oder möglichst unter der Decke zu halten, beziehungsweise auch jeden Kritiker, und das hat ja jeder von uns selber schon erfahren, jeder, der diese Themen anspricht oder Probleme anspricht oder kritisiert, wird er sofort sozusagen als Rassist bis hin zum Nazi sozusagen bezeichnet. Und solange das noch sozusagen aufrechterhalten wird, dass es einfach gar nicht möglich ist, überhaupt diese Fragen zu thematisieren, wird es sicher noch so sein. Und der Deutsche ist sicher auch leidensfähig, das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt beim anderen Thema, bei Corona, ja auch gesehen, dass man eigentlich ziemlich viel mit den Leuten machen kann, ohne dass da Widerstand irgendwie kommt. Das war für mich schon auch wieder ein exemplarisches Beispiel dafür, also wie weit sozusagen auch eine Regierung dann auch gehen kann und wie weit die Leute auch bereit sind, auch ihre Grundrechte und alles andere aufzugeben. Es ist halt das Problem, denke ich, und das haben wir in Berlin natürlich auch, es gibt natürlich Orte und Bezirke und Gegenden, wo man davon natürlich überhaupt nicht tangiert und gestört wird. Und das sind ja meistens die Räume wie hier der Bremsler Berg oder so, wo natürlich genau diese ganzen linksgrünen Wähler irgendwie leben, die natürlich davon auch gar nichts mitkriegen, weil in ihren Stadtteilen ist das halt noch nicht der Fall. Und das war für mich auch 2015 schon so, dass es eigentlich eine Mehrheit der Deutschen gibt, die diese Form der Zuwanderung eigentlich abgelehnt haben, aber die kommen halt öffentlich auch gar nicht zu Wort. Und solange es nicht möglich ist, eine Gegenstimme zu äußern, ohne sofort sozial abgewertet bis hin zu, was ich weiß, Berufsverlust und so weiter, wird es natürlich wahnsinnig schwierig sein. Klar, kann man sagen, irgendwann wird es nicht mehr möglich sein, das unter der Decke zu halten. Aber meiner Meinung nach, ich bin jetzt nicht mehr so optimistisch, kann es echt noch sehr lange gehen. Aber es ist ja auch ein europäisches Phänomen. In Schweden muss es ja sehr, sehr viel schlimmer sein. Da sind ja Schießereien von verfeindeten Banden. Da sind Sprengstoffanschläge. Da gibt es sehr viel mehr Übergriffe. Frankreich, da erfahren wir ja da nur, wenn wirklich mal ein Priester vor seinem Altar enthauptet wird. Aber es muss auch sehr viel passieren. In Italien. Es ist ein europäisches Phänomen, aber wir bekommen auch nichts mit über diese Vorfälle, die in anderen Ländern stattfinden. Also wenn wir sagen, die Deutschen sind leidensfähig, sind die anderen auch leidensfähig? Ab und zu wird mal eine Kirche abgefackelt in Frankreich, und auch das ist natürlich nach 24 Stunden aus unserem Medienbewusstsein verdampft. Frau Walterskirchen, diese Frage nach der Reaktion der Mehrheitsgesellschaft, vielleicht sollten wir der mal ein bisschen nachgehen. Ja, es ist einerseits ist es sicher ein Problem der Medien, dass sich keiner vorwagt, quasi das zu benennen, um eben nicht als rassistisch dazustehen, vor allem bei der Kollegenschaft, nicht bei den Lesern wohlgemerkt. Aber es ist natürlich auch zunehmend ein Problem des Rechtsstaates. Ich darf ein österreichisches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit bringen, als eine junge Frau von mehreren Burschen, ich sage jetzt nicht, woher sie kamen, es ist ja auch egal, jedenfalls aus einem Kulturkreis, wo Frauen halt nicht so die Bedeutung haben oder nicht den Stellenwert haben wie im Westen. Dieses Mädchen wurde vergewaltigt und von einem Polizisten schwer verletzt gefunden. Die Burschen wurden gefasst, vor Gericht gestellt und freigesprochen. Der Polizist, der dieses Mädchen gefunden hat, war fassungslos. Man hat die Tat gesehen, aber die Konsequenzen quasi mitbekommen. Und die Begründung der Richterin war, das Mädchen konnte es ja nicht beweisen, dass es nicht doch einvernehmlich gewesen sei, wie die Burschen behauptet haben. Und das macht natürlich zweierlei. Einerseits natürlich eine Welle der Empörung, weil die sagen, okay, jetzt sind unsere Mädchen vogelfrei. Das heißt, man tut diesen Jugendlichen oder diesen Gruppen der Zuwanderer ja gar nichts Gutes, weil die natürlich jetzt mit dieser Empörung konfrontiert sind, auch die, die gar nichts damit zu tun haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Signal an diese jungen Burschen und alle, die das beobachten, es kann uns ja nichts passieren. Das ist ja hier offensichtlich okay.
Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und letzten Endes verlieren dann natürlich die Menschen das Vertrauen in den Rechtsstaat. Sie sagen, aha, hier gibt es offenbar zwei Arten von Justiz. Also diese Scham oder diese Hemmung wirkt sich ganz, ganz schädlich eigentlich für beide Seiten aus und bewirkt das Gegenteil dessen, dass offensichtlich, ja, zumindest unbewusst von der Justiz manchmal auch so gelebt wird. Ja, das ist schon sehr problematisch. Also da macht mich zweierlei sprachlos. Das eine, dass es eine Richterin war, die dieses Urteil gesprochen hat. Und das andere, die Argumentation, das Mädchen konnte ja nichts beweisen. Aber wenn Sie die MeToo-Debatte nehmen, da muss eine Frau gar nichts beweisen unter den richtigen Umständen. Und der Täter, ob er es nun getan hat oder nicht, ist sofort verurteilt. Eben. Also wir waren alle etwas, was heißt etwas, wir waren sehr irritiert, ja, und haben das immer wieder auch durchdiskutiert. Aber ja, letztlich muss man das so akzeptieren und das darf sich allerdings dann keiner wundern, wenn dann in den diversesten Umfragen das Vertrauen in die Justiz und den Rechtsstaat sinkt. Genau. Und das ist der Punkt, nach dem ich jetzt doch nochmal weiter fragen möchte, denn wir reden ja seit Jahren über diese Missstände. Wir sind immer wieder schockiert. Was Frau Walterskirchen gerade erzählt hat, ist ja extrem schockierend und dadurch wird immer mehr Druck im Kessel aufgebaut, also ich würde mal sagen in dem Kessel der Mehrheitsgesellschaft oder der noch Mehrheitsgesellschaft. Und wir hatten vorhin gefragt nach der Reaktion, wie wird es aussehen? Auf welche Weise, und auch wenn es jetzt schreckliche Fantasien sind, aber ich frage es mal, auf welche Weise glauben Sie, glaubt ihr, wird es eine Änderung geben und welche Formen wird das dann annehmen? Naja, also man kann natürlich jetzt sagen, die übliche Vision wäre natürlich, dass das sozusagen eine Art bürgerkriegsähnliche Zustände führt, dass wir sozusagen dann abgeschlossene Communities haben, die sich sozusagen abschotten gegenüber solchen Räumen. Ich denke mir schon, es wird schon so sein, dass sozusagen gewalttätige Formen der Konfliktlösung, die wir ja gar nicht mehr gewohnt sind, natürlich immer öfter der Fall sein werden, weil natürlich tribalistische Gemeinschaften, jetzt auch hier so individualistische Gesellschaften, die unsere irgendwie treffen. Und da muss ich sagen, ist natürlich der durchgegenderte und diversity-sensible Mensch etwas unterlegen, weil wir uns ja in der Regel an die demokratischen Übereinkünfte auch halten. Und die Leute sehen natürlich immer, dass der Staat selber nicht mehr in der Lage ist, Macht auszuüben, da er das natürlich auch unter dieser Sicht eines vorherrschenden moralischen Universalismus ja als prinzipiell illegitim gilt. Also der Staat, der hat ja auch gar keine Eingriffsmöglichkeiten mehr. Und der Bestärkere wird nun Räume besetzen, in denen der Schwache halt keinen Schutz mehr durch das staatliche Gewaltmonopol erfährt. Aber das, was Herr Kreudel gesagt hat, das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen. Es gibt so unendliche Paradoxien in dem Fall, weil wir erinnern uns jetzt, wie beispielsweise in der Corona-Zeit die Maskenverweigerer oder auch GEZ-Rebellen drangsalierten, zum Teil sogar eingesperrt wurden. Eine Simulation von staatlicher Härte, die natürlich immer diejenigen trifft, bei denen keine massive Gegenwehr zu erwarten ist. Das ist ja auch das Verrückte, was Sie angesprochen haben, das ist ja auch das Verrückte, mit dieser MeToo-Debatte und gleichzeitig die Geschichte. Wir sprechen jetzt auch über Gender und Trans und so weiter und haben gleichzeitig sozusagen hierarchische sozusagen Gemeinschaften in unserem Land. Also wie soll das beispielsweise in den Schulen zusammengehen? Und es gab ja jetzt auch bei diesem Pride Month, wir sind ja jetzt im Pride Month, gab es ja jetzt auch schon die Geschichte, dass an einer Schule, ich weiß es nicht genau, wo das jetzt war, wurden ja drei Mädchen, die mit Regenbogenfahnen irgendwie aufgetaucht sind, vom Großteil ihrer Mitschüler attackiert und ausgebuht und wurden auch geschlagen und so weiter. Ja klar, was war das für eine Schule? Müssen wir natürlich nicht groß überlegen. Das heißt, das ist alles so ein Konglomerat von Dingen, die ja überhaupt nicht irgendwie zusammengehen. Und diese Paradoxien, die treiben die Leute auch ein bisschen in den Wahnsinn. Also ich muss auch oft sagen, dass ich auch schon gar nicht mehr dann verstehe. Also wie kann das noch möglich sein, so absolut unterschiedliche Dinge nebeneinander stehen zu lassen und nicht die Widersprüche zu bemerken, die sich da auftun? Und Burkhard, wie das aufgelöst werden kann, also da müsste man Hellseher sein, glaube ich. Also es gäbe ja die demokratische Methode normalerweise, dass sich das nicht unbedingt in bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen löst, sondern dass andere Parteien oder eine andere Partei von Wahl zu Wahl mehr Stimmen gewinnt, die dezidiert eine andere Politik haben will. Aber das Furchtbare ist ja, dass dem ja auch ein Riegel vorgeschoben wird, hier bei uns immer mehr, indem die einzige Partei, die das sich auf die Fahnen geschrieben hat, ausgegrenzt, diskriminiert, desavouiert, fertig gemacht wird, dass es diese Möglichkeit auch nicht mehr gibt. Und wozu das führt, sehen wir ja jetzt bei den letzten Wahlen in Nordrhein-Westfalen, dass immer weniger Leute zur Wahl gehen. Und das verfestigt natürlich die Wahlergebnisse, wie wir sie haben und hatten und haben werden, und führt ja zu einer Aushöhlung jeglichen demokratischen Gemeinwesens.
Also ich denke, die politischen Parteien haben da auch wenig Chance, denn wenn Sie sich daran erinnern, als in Österreich vor einigen Jahren die schwarz-blaue Regierung war, die hatte einen dezidiert anderen Kurs als vorher unter der SPÖ-Dominanz, und die sind ja jetzt in der neuen Koalition komplett umgeschwenkt, ja, und haben eigentlich jetzt, wie soll ich sagen, kapituliert auch vor dem medialen Druck. Also hier bestimmt ja eigentlich nicht mehr die Politik den Kurs, sondern hier wird massiv Druck aufgebaut, beziehungsweise werden Fakten geschaffen, wie ich bei dem Beispiel eben gerade erwähnt habe, durch die Rechtsprechung. Es passiert Zuwanderung relativ unbemerkt in großem Stil. Und ich habe das Gefühl, man hat eigentlich schon längst kapituliert. Also bei den Widersprüchen, von denen eben die Rede war und die wir ja an allen Ecken und Enden bemerken, weil nichts zusammenpasst und eigentlich auch diejenigen, die irgendetwas predigen, mit dem nächsten Halbsatz das schon wieder entwerten oder widerlegen, komme ich mal zu einem anderen Beispiel, und zwar Kernkraft. Ja, jetzt haben wir ja eine im Wesentlichen, muss man sagen, grüne Regierung, also SPD spielt ja kaum noch eine Rolle, die Grünen haben sie jetzt auch in den Umfragen wieder überholt. Wir haben ein grünes Land mit einer grünen Regierung, wunderbar. Aber die Mehrheit der Deutschen ist plötzlich für die Kernkraft. Ist das nicht hervorragend? Die Mehrheit der Deutschen ist immer für das, was sie in den Zeitungen lesen. Ja, in dem Fall die Bild-Zeitung, ne? Ich kriege hier zugeschickt von CIVEI, das ist dieses Meinungsforschungsinstitut. Und die schicken jeden Tag so einen Rundbrief raus mit Umfragen. Und dann ist die Frage, und man muss überhaupt nicht auf die Ergebnisse gucken, man weiß im Voraus, wie das Ergebnis aussehen wird. Das ist immer so, wie die vorgegebene Meinung im Fernsehen, in den Mainstream-Medien oder in der Bild-Zeitung ist. Und es ist erschütternd und enttäuschend zugleich, aber es ist so. Das kann im halben Jahr wieder anders aussehen. Lassen Sie dann irgendwo doch mal einen Atomunfall passieren, in Paraguay oder sonst wo, und dann sieht das innerhalb von 0, nichts wieder anders aus. Ich finde das absolut deprimierend. Dabei glaube ich, dass im Moment diese Umfrage ja nur deswegen so ausfällt, weil natürlich jetzt die Angst da ist, dass die Energiekosten explodieren, dass Öl und Gas aus Russland nicht mehr bezogen werden kann. Und jetzt kommt man drauf, die letzten drei Kraftwerke, oh, die könnten wir vielleicht doch brauchen, wobei ich bei der Regierung jetzt noch nicht sehe, dass die Laufzeitverlängerung ein großes Thema im Moment ist. Also die wollen ja trotzdem das abschalten. Das könnte vielleicht tatsächlich jetzt ein Einbruch der Wirklichkeit sein. Also weil an solchen Dingen wie der Energieversorgung, von der ja nun letztlich alles abhängt, nicht nur die Wirtschaft und Transport und so weiter, da spüren die Leute jetzt, und die haben Geld, da spüren die Leute jetzt wirklich, dass diese Politik problematisch ist und vielleicht kommt, ja, über so, vielleicht weniger über Migration oder Corona, vielleicht kommen genau über diese Sachen, also wo es wirklich jetzt in die Geldtasche oder in wirklich das Leben schlechthin geht, vielleicht kommt da ja so ein Stück weit Vernunft irgendwie rein, wobei ich mir nicht sicher bin, ob diese Regierung, ich hoffe ja nicht, dass die 4 Jahre durchhalten, aber dass diese Regierung den Atomausstieg nochmal rückgängig macht, das kann ich mir jetzt im Moment noch nicht vorstellen, wobei zum Beispiel Fracking jetzt auch plötzlich ein Thema geworden ist. Das finde ich auch irgendwie interessant, dass das jetzt auch einmal als Thema hochkam. Und dann hätte Deutschland auch ziemlich viel Gas, wenn sozusagen das über Fracking-Methoden ja beschaffen wird. Das heißt, so bestimmte tabuisierte Themen tauchen jetzt in der Situation, wo es nun wirklich langsam etwas dramatisch wird, schon auch in den Mainstream-Medien auf. Also tatsächlich ein Einbruch der Wirklichkeit. Bei der Möglichkeit von Wolfgang Keudel gerade hypostasiert eines Atomunfalls hätte ich jetzt gar nicht mal an Paraguay gedacht, sondern an, Gott behüte, die Ukraine. Und zwar führt uns das natürlich zu einem anderen Thema der inneren Widersprüchlichkeit, jetzt gerade auch der Grünen natürlich, die ja als Pazifistenpartei par excellence jetzt zur Kriegstreibergesellschaft geworden sind. Also ich habe es mir abgewöhnt, viel über die Ukraine zu sagen, weil man muss nur ARD und ZDF anschalten, dann weiß man, was man zu denken hat. Wir versuchen ein bisschen dagegen zu halten. Wolfgang Keudel zumal auch in der Weltwoche, ich lese ja seinen Artikel, gewalttätige Form der Konfliktlösung, hat gerade jemand gesagt. Da erinnere ich mich auch an den Auftritt einer Politikwissenschaftlerin, war das, glaube ich, unlängst im deutschen Fernsehen, die den Russen attestiert hat, sie seien eigentlich keine westlichen Menschen, die hätten ein anderes Verhältnis zur Gewalt. Und Sie kennen ja alle wahrscheinlich diese lustigen Zitate von der Dame, deren Name nicht genannt werden muss. Aber zurück zur Ukraine. Wie stehen wir denn jetzt da eigentlich? Es sieht ja wohl so aus, dass alle grandiosen Siegesmeldungen für die Ukraine ein bisschen voreilig waren im Westen.
Ja, das ist richtig. Ich meine, was heute auffiel, ist, dass es zum ersten Mal einen gewissen Zwist zwischen den USA und der Ukraine zu geben scheint. Die Amerikaner, der Biden hat ja gesagt, also wir haben euch doch immer wieder gesagt, euch Ukrainern, die Russen werden einmarschieren, aber ihr habt nichts getan. Und die Ukrainer haben gesagt, hallo, wieso, wir haben doch. Also das ist eigentlich ganz interessant. Die Situation hat sich im Prinzip ja nicht geändert. Die Amerikaner sind nach wie vor entschlossen, bis zum letzten Ukrainer die Russen so weit wie möglich zu schwächen. Ob das funktioniert, ist fragwürdig. Regime-Change in Moskau war angestrebt, ne? Das war ja auch mal angestrebt. Ich glaube, dass das immer noch im Hinterkopf mitspielt. Denn es gibt ja immer noch keine Antwort auf die Frage, was will der Westen erreichen. Also dieses Rumgeeiere, Russland darf nicht gewinnen, sagt Scholz, die Ukraine muss gewinnen, sagt Annalena Baerbock und andere. Aber was heißt es denn? Ein Sieg der Ukraine, so wie die Ukraine es sich vorstellt, muss ja bedeuten die Wiederherstellung der Kontrolle über das gesamte Territorium. So wie es sich Amerika, die NATO vorstellt, wie es auch geäußert wurde, Russland so weit zu schwächen, dass es auf absehbare Zeit nicht mehr imstande sein wird, irgendeinen seiner Nachbarn anzugreifen. Also das ist ja eigentlich, wenn ich das so zusammenfasse, die Kriegsziele oder der Wunsch eines Sieges, um dann auf dieser Basis eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa zu schaffen. Und man glaubt also wirklich, dass Russland das akzeptiert, dass sie nicht mit Zähnen und Klauen die Krim verteidigen werden, mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Man glaubt also wirklich, dass dann, wenn es einen Regime-Change in Moskau gibt, dass dann lupenreine, blütenweise Demokraten im Kreml an die Macht kommen, die es nirgendwo gibt. Auch der Herr Nawalny ist alles andere als ein Demokrat. Und man hält es nicht für möglich, dass dann noch schlimmere, noch nationalistischere, noch revanchistischere Kräfte an die Macht kommen. Es ist undurchdacht, es ist gemeingefährlich, es ist haarsträubend und ja, mir fallen keine weiteren Adjektive mehr ein. Vielleicht haben Sie welche. Frau Walterskirchen. Also ich persönlich als Historikerin, ich bin von Anfang an wirklich fassungslos gewesen, weil ich mir gedacht habe, was ist das für eine, ehrlich gesagt, dumme Strategie, dass sich ausgerechnet Deutschland in die erste Reihe schieben lässt bei diesem Krieg, beziehungsweise bei der Agitation, muss man schon fast sagen. Wie naiv und wie ahnungslos kann man sein? Denn genau das spielt natürlich auch der russischen Propaganda absolut in die Hände, wo im kollektiven Bewusstsein ja immer noch der Überfall Hitlers auf die Sowjetunion im Hinterkopf ist. Also die haben uns ja damals verraten und die haben uns überfallen. Das heißt, auf das so unsensibel zu reagieren, beziehungsweise sich da in die erste Reihe zu stellen und noch dazu als Grüne, wo man sich im Wahlkampf händchenhaltend in der Blümchenwiese abbilden hat lassen und jetzt quasi täglich im quasi Kampfanzug auftritt. Also das ist ja alles wirklich nur mehr gefährlich. Ja? Und hier eine Kriegstreiberei noch zu unterstützen, mit einer Außenministerin, die sagt, wir müssen Russland ruinieren, was übersetzt eigentlich heißt zerstören, eine Atommacht, da muss ich schon sagen, ich meine, denken die noch nach? Also denken die Dinge zu Ende? Und ich habe wirklich den Eindruck, die Dinge werden nicht zu Ende gedacht, so wie es eben gesagt worden ist. Was bedeutet das und was will man, beziehungsweise was darf nicht passieren? Was will man noch im Kaufen, wenn der Herr, wenn gesagt wird, man fürchtet sich nicht vor einem dritten Weltkrieg, dann sage ich schon. Alexander Meschnig. Naja, also ein bisschen sehe ich ja wieder auch diesen moralischen Rigorismus in Deutschland hier zum Vorschein kommen, denn man will ja unbedingt jetzt wieder auf der Seite der Guten stehen. Burkhard hat ja schon angedeutet, es ist ein sehr, sehr heikles Thema und es gibt hier Verwerfungen, die sind meiner Meinung nach fast noch schlimmer wie bei Corona, also jedenfalls in meinem Umkreis, das ist ganz, ganz schwierig. Aber das, was wirklich überraschend für mich ist, ist wirklich diese, ich sag's jetzt wirklich mal so, wie es ist, diese Kriegsgeilheit, die jetzt plötzlich eingetreten ist, ne? Bei Leuten, die überhaupt noch nie irgendwie über Krieg nachgedacht haben, die auch überhaupt keine Ahnung haben, was irgendwie Krieg ist. Und die Vorstellung, dass die Ukraine militärisch gewinnen kann, halte ich für einen totalen Unsinn. Also die Ukraine kann sicher militärisch nicht siegen. Politisch mag sein, dass sie gewonnen hat. Im Moment sieht es so aus, es ist ein klassischer Ermattungskrieg. Und die Frage ist halt, wann ist eine der Parteien so erschöpft, dass in gewisser Weise man in Verhandlungen übergehen muss. Ich finde es ja übrigens auch interessant, dass ja am Anfang des Krieges ja immer noch Verhandlungen stattfinden, dass das aber plötzlich überhaupt kein Thema mehr ist. Also meiner Meinung nach müsste da auch viel, viel mehr gemacht werden.
passiert im Moment nicht, weil hier offensichtlich wirklich der Glaube herrscht, dass die Ukraine, Russland, also ein Land, von dem schon Clausewitz meinte, dass das gar nicht erobert werden könne, sondern nur durch inneren Zwiespalt zerstört werden kann, ein Land wie Russland sozusagen militärisch zu besiegen und die Russen auch wieder daraus zu verdrängen. Also meine wahrscheinlichste Lösung ist wahrscheinlich, und das glaube ich auch, dass die Russen jetzt noch das Ziel wahrscheinlich verfolgen, den Donbass einzunehmen und zu kontrollieren und auch den Süden der Ukraine, also insbesondere die Landverbindung zwischen Ukraine und Donbass. Ob sie Odessa wirklich noch angreifen können, ist die Frage. Die Russen haben schon ziemlich viele Kräfte verloren. Sie haben schon mehr Soldaten verloren als im ganzen Afghanistan-Krieg. Ich habe jetzt auch von einem finnischen Wirtschaftswissenschaftler mal, der hat mal versucht, irgendwie auch die Kosten dieses Krieges zu berechnen. Der kam auf 500 Millionen pro Tag. Das heißt auch, der Krieg kostet richtig Geld und ist ja schon die These, dass das der teuerste Krieg aller Zeiten irgendwie wäre. Und die Frage ist, wie lange halt Russland auch sozusagen erstens ökonomisch und zweitens auch demografisch, weil Russland hat ja nicht mehr so viele junge Männer wie früher, wie lange Russland auch das durchhalten kann. Es ist klar, dass Putin ja nicht das Gesicht verlieren darf. Das ist auch klar. Deswegen ist meiner Meinung nach, wird es irgendwann einen Kompromissfrieden geben. Die Ukraine wird militärisch natürlich nicht siegen. Aber ich weiß nicht, ob Russland überhaupt noch sozusagen ja die Energie und die Reserven hat. Also die ganze Ukraine zu besetzen, das ist eigentlich, das haben sie ja schon längst aufgegeben. Dazu bräuchten sie ja wahnsinnig viele Soldaten und hätten natürlich dann auch das Problem noch eines Partisanenkrieges. Also ich sehe noch nicht, wie es gelöst wird, aber meiner Meinung nach wird das in so einer Art Patt irgendwie enden. Allerdings kann es auch noch sehr lange dauern, wenn man sich jetzt überlegen, wie lange andere Ermattungskriege gedauert haben. Und natürlich verlängern wir durch diese Waffenlieferung nochmal den Krieg, das ist ja keine Frage. Ne? Und dass Deutschland sich jetzt da so vorne hinstellt, ist für mich eher das Ding, dass Putin wahrscheinlich, wenn man es jetzt ganz gemein formulieren würde, könnte man Putin fast schon als Helfer der Grünen irgendwie bezeichnen. Ne? Weil dadurch haben sie jetzt die Option, alle sozusagen Dinge hier auch durchzusetzen, was sie schon immer durchsetzen wollte. Putin ist sozusagen das fossile Monster und dagegen steht jetzt sozusagen die erneuerbare, bunte sozusagen Welt. Und jetzt können sie hier alle Projekte, die sie so angedacht hatten, auch so langsam irgendwie umsetzen. Wird jetzt wenig Widerstand dagegen an. Also der Putin als Grüner, das ist ja ein Denkmodell, das wir schon seit einer Weile hier bewegen, eigentlich schon mit Nord Stream 2 erhärtet. Jetzt ist der Ursprung des ganzen Problems ja der Anschluss oder mögliche Anschluss der Ukraine an die NATO gewesen. Jetzt geht es aber gleich einen Tick weiter. Jetzt soll also schon die EU die Ukraine aufnehmen. Und wenn diese Gespräche weitergehen oder diese Ankündigungen, was passiert dann, Wolfgang Keudel? Was glauben Sie? Naja, die Frage ist, wie weit das geht. Ich meine, Frau von der Leyen ist ja heute wieder in einem schicken Splitterschutzwestchen, das sehr viel besser aussah wie der Sack, den man da der Annalena Baerbock umgehängt hat. Die ist ja heute wieder mal in Kiew gewesen, um die Modalitäten eines beschleunigten Beitritts zu besprechen. Die war ja auch mal Verteidigungsministerin, deswegen trägt sie die einschlägigen Jacken besser. Stimmt, ja, genau. Und sie stehen ja hier eigentlich auch besser, das muss man ja neidlos zugestehen. Also sie redet dann über einen Schnellzug, einen Intercity-Beitritt der Ukraine. Nur ich frage, ist sie skrupellos? Ist sie beratungsresistent? Sie kann das nicht versprechen. Es ist nicht ihre Zuständigkeit. Sie kann eine Empfehlung abgeben. Das wollen die ja jetzt machen Ende nächster Woche. Will die Kommission eine Empfehlung abgeben den Mitgliedstaaten? So, und wenn alles normal läuft, dann bekakeln die das ein paar Jahre lang. Und dann kommen sie zurück und sagen, okay, wir geben diesem Land Beitrittsstatus und dann wird der ganze Acquis communautaire abgearbeitet. Also dieses Zehntausende von Seiten umfassende Regeln und Gesetzwerk und da sind die Urteile des Europäischen Gerichtshofes mit drin. Es wird dann alles Stück für Stück, jede Sardine und jeder Getreidehalm abgearbeitet. Und das soll also jetzt nicht zutreffen, aber das ist, glaube ich, nie im Leben, dass das passieren wird, denn die Entscheidung muss einstimmig fallen und ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass also wirklich alle EU-Staaten da stramm stehen und sagen, ja, die Ukraine kommt jetzt sofort rein. Zweites Problem ist die Staaten des Westbalkans oder auch wieder die Türkei, die seit Jahren, die Türkei seit 1999, Beitrittskandidaten sind, dass da jemand drüber springt. Jemand, ein Land, von dem man weiß, dass es noch ernstere Korruptionsprobleme hat als Bulgarien und Rumänien, dass es noch ernstere Rechtsstaatprobleme hat, als man sie den Polen und den Ungarn vorwirft, dass die dann plötzlich so rüberspringen können. Ich sehe es nicht. Und ich halte es für fast schon unverschämt für Frau von der Leyen, dahin zu fahren und den Ukrainern diese Hoffnungen zu machen. Also sie macht ihnen ja völlig ungerechtfertigte Hoffnungen. Das ist verantwortungslos und skrupellos.
Die besagte EU hat ja diese Woche einen ganz wesentlichen Beschluss gefasst, nämlich Benzin- und Dieselautos rigoros zu verbieten. Ab 2035 soll überhaupt nichts mehr dergleichen gebaut oder verkauft werden dürfen. Und ich überlege mir, wenn jetzt ganz Westeuropa mit Elektropanzern da in die Ukraine einfährt und möglicherweise die Ladestationsinfrastruktur da in der Ukraine noch nie so ganz fertig gebaut ist bis dahin, dann ist der Krieg doch zu Ende, ne? Ja, Sie vergessen, die könnten ja wahrscheinlich mit Atomstrom aufgeladen werden und da gäbe es dann natürlich das andere ideologische Problem. Ja. Ja, das ist ein Irrsinn, wenn man denkt, also wo soll der Strom herkommen? Allein diese Vorstellung, wir könnten jetzt das alles ersetzen. Die Energiewende ist für mich nachweislich gescheitert. Auch die horrenden Kosten, die da schon entstanden sind, das sind ja schon mehrere hundert Milliarden Euro, die haben ja keinerlei Einsparungen an CO2 gebracht, was ursprünglich das Ziel war. Also da gibt's ja irgendwie Untersuchungen, die zeigen, es wurde nichts eingespart. Ne? Das ist ja auch wieder so ein bisschen so ein Wunschding. Ne? Also die ganzen physikalischen und chemischen Grenzwerte von Wind- und Sonnenenergie, die kann man ja einfach nicht außer Kraft setzen. Ne? Offensichtlich glauben ja manche, sie können da zaubern. Ne? Und dieses Setzen auf E-Mobilität, was ja auch unglaubliche Probleme der Rohstoffe, der Probleme der Batterien, der Entsorgung der Ladestationen. Es werden Wälder zerstört und gerodet für immer größere Windanlagen. Dazu braucht man aber noch grundlastfähige Kraftwerke, ne, die eigentlich letztlich nur über Kohle oder Gas funktionieren oder eben Atom. Ne. Dann fehlen uns die Trassen und die Speichermöglichkeiten gar nicht da. Also all diese ganzen Dinge, die werden überhaupt auch in den Medien nicht thematisiert als Problem. Bei ganz wenigen machen das. Ne. Wir haben jetzt sozusagen schon Abermilliarden ausgegeben, aber für null Effekt. Und es ist auch kein Thema. Es wird genauso aufgenommen wie alle anderen Themen. Der Mainstream ist jetzt der Meinung, dieses Ding muss sein, weil das ist unsere Zukunft, das müssen wir irgendwie machen. Ne? Und diese ganzen Untergangsfantasien und Apokalypsen, was jetzt alles passiert, wenn wir die fossilen Brennstoffe weiterverwenden und die Temperatur wird unendlich steigen. Ich meine, ich war jetzt in einem Land, wo die Durchschnittstemperatur wahrscheinlich um 5 Grad höher ist wie hier. Es ist wunderbar, dort zu leben. Also all diese Dinge, ne? Das ist auch irgendwie sowas Verrücktes. Es gibt niemanden und übrigens ja auch die deutsche Autoindustrie. Und das ist ja auch irgendwie das Wahnsinnige, dass selbst die deutsche Autoindustrie nicht den Mund aufmacht und sagt, Moment mal, also ihr zerstört hier sozusagen wirtschaftliche Grundlagen, Arbeitsplätze und so weiter. Da kommt auch nichts. Und das ist ja für mich auch eines wirklich der schlimmsten Geschichten. Es machen ja auch so viele mit. Ne? Also ich meine, wir können uns erinnern, wie der Siemens-Chef ja auch Luisa Neubauer in den Vorstand einladen wollte und so weiter. Das heißt, diese Leute, die nun wirklich nichts zu verlieren haben, die wahrscheinlich Millionen auf ihrem Konto haben, ne? Die sind angepasst wie nichts. Und wir haben sie jetzt auch bei Döpfner gesehen. Ja, aber eben, Geschichte. Die haben zu verlieren, Alexander. Nein, darf ich da kurz dazwischen? Nee, bei der Autoindustrie ist es doch eigentlich ganz logisch. Das eine ist, die Herstellung eines Elektroautos ist wesentlich preisgünstiger als die eines Verbrenners, kann aber für wesentlich mehr Geld verkauft werden. Ist doch wunderbar für das Unternehmen. Und das andere, was das Europaparlament jetzt der Autoindustrie als Geschenk gemacht hat, die gesamte Flotte von 100.000 Millionen Autos, die jetzt rumfährt, muss ersetzt werden durch neue Autos. Wann hat es denn so ein Geschenk das letzte Mal für eine Branche gegeben? Leuchtet ein. Die Energiewende ist ja ein deutsches Ding gewesen, Frau Walterskirchen. Das hat Angela die Große im Alleingang eigentlich durchgesetzt. Und die anderen Länder, also auch die Schweiz, hat jetzt ähnliche Probleme. Die steigen da aus, alles ein bisschen langsamer, aber trotzdem nicht weniger gefährlich. Wie ist es in Österreich? Bei uns ist eine sehr spezielle Situation, weil es gehört ja zur österreichischen DNA mittlerweile, so wie die Neutralität, auch Anti-Atom zu sein. Und hier hat man einen ganz eigenartigen Zugang gefunden. Man weiß zwar still und heimlich, dass wir ohne Atomstrom aus dem Ausland natürlich nicht auskommen, aber offiziell sind wir autark und machen alles mit Wasserkraft und jetzt auch mit Wind. Und die grüne Regierungspartei hat sich als Kernthema und ihre Mission, kann man schon fast sagen, gestellt. Wir müssen in kürzerer Zeit, also möglichst kurzer Zeit, alles mit Wind und Sonne und Wasser machen. Und das heißt, hier wurde wirklich in sehr kurzer Zeit ein Windpark nach dem anderen hochgezogen, was das Problem hat, dass wir immer noch den Atomstrom aus dem Ausland brauchen, über den wir nicht sprechen. Weil der ist ja böse, aber wir nehmen ihn trotzdem und die Wasserkraft reicht auch nicht und die Windkraft führt jetzt zu extremen Netzinstabilitäten, also wir stehen immer mit einem Bein im Blackout, wie andere Länder auch. Hier ist eigentlich eine Energiepolitik, die eher dem Idealismus zuzuschreiben ist als dem Realismus und da geht man hier noch rascher voran als vielleicht auch andere Länder. Dieser Ehrgeiz ist sehr, sehr groß, also die Umweltministerin ist da sehr ambitioniert und bekommt auch von allen Seiten massive Unterstützung. Also es gibt hier eigentlich, kann man sagen,
sagen, überhaupt keine Kritik an diesem Weg. Und das finde ich doch schon sehr bemerkenswert. Und in Deutschland ist es ja genauso. Also wenn etwas nicht funktioniert, dann machen es die Deutschen nach dem Prinzip mehr davon. In dem Fall ist es die Windkraft. Und da wurde jetzt also beschlossen, dass einfach mehr von diesen Maschinen aufgerichtet werden dürfen in der Landschaft. Nicht nur, sondern auch näher an den Häusern. Also einfach mehr. Solange sie nicht im Prenzlauer Berg stehen, ist doch kein Problem. Aber es reicht wirklich eine Fahrt von Berlin nach Österreich. Also wenn wir da runterfahren, da gibt es wirklich Gegenden inzwischen, die sind zugespargelt mit diesen Dingern. Ich finde das schon auch ein Wahnsinn. Also da gibt es wahrscheinlich auch schon Untersuchungen. Wenn man das einmal genau anguckt, was das an Ressourcen verbraucht, an Stahl, an Beton, dann müssen ja die Windkraftvertreiber, die müssen ja sozusagen eigentlich sich auch verpflichten, rückzubauen, wenn die Dinger nicht mehr laufen. Ne? Ich glaube nicht, dass die 20 Meter Stahlbeton nochmal ausgraben werden. Man weiß nicht, wo die Motoren entsorgt werden können. Ich glaube, es gab schon mal, mussten mal Rückstellungen machen. Ich weiß nicht, ob das war jedenfalls am Anfang so. Und es war mir vollkommen klar, dass natürlich niemals das passieren wird. Ne? Also wir haben da wirklich auch, glaube ich, ein richtig ökologisches Problem mit diesen Dingen. Und jetzt noch mehr von diesen Teilen zu bauen, die einfach nicht verlässlich Energie bringen. Also wirklich unglaublich. Und vielleicht das Stichwort Merkel, ne? Weil die ja wesentlich mitverantwortlich für diese Geschichte ist. Die hat ja ihren ersten Auftritt, glaube ich, wieder seit langer Zeit. Und ja, es war wieder wie immer, ne? Merkel natürlich irgendwie gehuldigt worden. Der Journalist selber hat dann überhaupt keine kritischen Fragen gestellt, also auch zum Beispiel zur Energiewende. Und das spannendste Thema wäre natürlich gewesen Russland. Ne? Und das kam dann natürlich schon die Frage auf, ob Merkels Russlandpolitik nicht irgendwie da auch sozusagen eine fatale Rolle gespielt hätte. Und Merkel ist schon irgendwie auch wieder ein Phänomen. Ne? Sie meinte dann, sie habe das Richtige getan, um eine Eskalation mit Russland zu verhindern. Es sei aber nur leider das Falsche herausgekommen. Also das war sozusagen ihre Selbstkritik. Ne? Und dann hat sie wirklich wörtlich gesagt, dass sie im Rückblick froh ist, dass sie sich nichts vorwerfen muss, sondern sie hat glücklicherweise es ausreichend versucht. Also froh und glücklicherweise in dem Zusammenhang ist sie auch schon irgendwie super, ne? Solche Begriffe überhaupt zu verwenden. Und ja, in den Medien wurde sie auch am nächsten Tag natürlich dann auch mehr oder weniger wieder total bejubelt, also im Sinne staatsmännisch, alles toll und so. Ja, sie ist wirklich großartig und so weiter. Also man hat wirklich nochmal gesehen, diese 16 Jahre Merkel und auch diese Hommage an Merkel und auch diese unkritische Berichterstattung in Medien, die hat sich jetzt auch nach ihrem Rücktritt oder nach ihrem Ende sozusagen genauso weiter fortgesetzt. Ich glaube, das wird doch nie aufhören. Ne? Wolfgang Keutel, haben Sie auch ein bisschen von Merkel gesehen? Na, das Erstaunliche ist, es gab ja in den letzten Wochen so schon ziemlich Verhalten und auch mehr als verhaltene Kritik an Merkel. Und es bedurfte nur eines einzigen persönlichen Auftritts. Ja, die Schuldirektorin tritt ins Klassenzimmer und schon sind alle wieder brav. Sie haben ein bisschen gemeckert, als sie draußen auf dem Korridor noch auf und ab gegangen sind. Also das fand ich schon ganz erstaunlich. Ich widerspreche in etwas mit der Russlandpolitik, Herr Meschnick, weil da hat sie mal wirklich was vernünftig gemacht. Es ging darum, Deutschland, dem Industriestandort Deutschland, eine zuverlässige, preisgünstige Energiequelle zu verschaffen, mit der Erwartung, dass Handel auch Frieden stiftet, beziehungsweise wer miteinander Handel treibt, der geht sich nicht unbedingt gegenseitig an die Kehle. Und ich fand, das war die richtige Politik zu dieser Zeit. Ich meine, das ist ja dann auch der Fehler, den wir historisch machen, wenn wir sagen, oh ja, Kolumbus, dieses Schwein, dieser Schlechter von Indianern, also dass wir nichts aus der Zeit betrachten. Und das geht also jetzt nicht nur 500 Jahre zurück, sondern eben auch 15 Jahre zurück. Aus dieser Zeit war es richtig und ich fand es eben auch richtig, dass sie sich dafür nicht entschuldigt hat. Finde ich absolut richtig. Was soll diese inquisitorische Sache da, also bevor du auf den Scheiterhaufen steigst, dann bitte bereue. Ja, also ich habe wirklich keine großen Sympathien für diese Frau und was sie angerichtet hat in den letzten 16 Jahren. Aber in dem Punkt muss ich jetzt sagen, ja, das hast du richtig gemacht. Also, die Energiepreise explodieren, haben wir schon gehört. Atomkraft kommt oder kommt nicht zurück. Windkraft wird ausgebaut. Aber vor allem, das Benzin wird billiger. Nein, es wird nicht wirklich billiger. Es wurde ein Tankrabatt beschlossen und ausgegeben. Der kommt nur nicht bei den Leuten an. Dafür sind die alle in vollen Zügen. Das ist ja auch eine lustige Regierungsidee gewesen, nicht wahr? Dieses 9-Euro-Ticket. Jetzt waren alle mal unterwegs. Nicht ganz bis Kreta. Ja, ich habe mir das 9-Euro-Ticket schon besorgt, ne, weil ich am Berliner Flughafen gestrandet bin, wie so viele wieder mal. Dieser Flughafen ist großartig wieder. Dann musste ich mir doch das 9-Euro-Ticket besorgen. Aber dann 2 Uhr in der Nacht war der Zug leer. Es ist jetzt halt nur so, dass jetzt alle Leute, die früher hier in Berlin in dem Zug fuhren, jetzt aufs Auto umsteigen. Ne. Man kann auch am Wochenende übrigens auch keine Fahrradtouren mehr unternehmen, weil man kommt ja nicht mehr im Fahrrad mehr in den Zug rein. Also das war eine großartige Idee. Jeder, der nur halbwegs vernünftig nachgedacht hat, wusste genau, dass das passieren wird. Aber ja, es wurde trotzdem durchgeführt, ne?
Aber besonders schön fand ich den Vorschlag von der Linken Janine Wissler, auf die man sich in solchen Fällen verlassen kann. Denn was macht man, wenn die Züge voll sind? Erste Klasse. Erste Klasse muss geöffnet werden, ja. Aber es ist doch beruhigend zu sehen, dass die Linken offensichtlich als Partei keine anderen Probleme haben. Und sie setzen die Prioritäten richtig, ja. Das ist eine Partei, die schwimmt oben auf in der Popularität und darum kann sie sich auch solcher geringfügigen Themen annehmen. Nein, aber jetzt, also diese, wie Sie sagen, Herr Mischnick, jeder normal denkende Mensch musste wissen, was passieren wird, wenn man den Leuten für 9 Euro die Möglichkeit eröffnet, an die Ostsee oder zum Starnberger See zu fahren, nicht? Aber es ist halt Symbolpolitik, es ist rein Symbolpolitik. Vater Staat hat ein paar Bonbons verteilt, dass diese Bonbons sehr teuer sind. Und dass sie halt von den Empfängern selber bezahlt werden müssen, das kommt halt nicht an. Oder beziehungsweise es kommt an, aber der Staat fühlt sich dann richtig gut und klopft sich auf die Schulter. Und mit dem Nebeneffekt, dann locken wir die Leute vom Auto weg auf die Bahn, macht aber gleichzeitig zumindest theoretisch das Benzin billiger. Wie das dann zusammenpassen soll, weiß auch keiner. Und die Leute, die dann wirklich Bahn fahren und dann feststellen, hoppla, so sieht es also aus im Zug. Nee, danke, ich fahre wieder Auto. Es zeigt diese totale Inkompetenz, diese geballte Inkompetenz, die sich da versammelt hat. Und ich glaube, es ist eben auch nicht nur die Politik, sondern man muss das auch weiterfassen. Es ist ja auch die Verwaltung. Diese Dinge werden ja nicht von Herrn Özdemir und von Herrn Habeck persönlich abends am Küchentisch ausgearbeitet, sondern da sind hochbezahlte Beamte, die das ausarbeiten und sich zurechtlegen. Und auch da muss man mal darauf hinweisen, die Inkompetenz in der deutschen Verwaltung. Das ist das Zuckerbrot und gleichzeitig vielleicht das Thema doch auch nochmal Burkhardt, weil das fand ich heute schon nochmal erschreckend. Die Peitsche gibt's ja auch wieder. Das ist ja das Bundesamt für Verfassungsschutz, hat ja jetzt einen neuen Passus eingeführt, nämlich die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Das betrifft dann Leute wie Querdenker und natürlich weitergedacht, tatsächlich auch schon so formuliert, das ist auch für Kritiker der Bewältigung des Klimawandels schon angedacht. Ne? Also das heißt, wer sich jetzt zukünftig kritisch zu politischen Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels irgendwie oder da aktiv irgendwie sozusagen rangeht an die Sache, der leistet sozusagen Vorschub für den Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit des Staates. Und das soll jetzt vom Verfassungsschutz auch schon beobachtet werden. Es gibt also so eine Art Passus der Majestätsbeleidigung. Der ist jetzt nicht mehr Monarchen vorbehalten, sondern allen Amtsträgern und Institutionen. Und ja, was wir auch immer schon gesagt haben, Corona wird mit dem Klima zusammen eine neue Form von Kontrolle und ja auch eine Maßregelung sein. Und es wird immer schwieriger sein, wahrscheinlich Kritik irgendwie zu äußern. Denn hier ist sozusagen ein autoritäres System aufgebaut worden. Und das Schreckliche ist einfach, finde ich, mit welcher Geschwindigkeit das jetzt passiert ist. Und ja, dass eigentlich fast überhaupt kein Widerstand da kommt. Oh, habt ihr es gemerkt? Der Alexander Meschnick hat Corona gesagt. Und es gibt keine Kontrafunksendung ohne Corona, versteht sich, um anzudocken an die Aktualität. Unsere arme, arme Außenministerin ist ja jetzt vom Virus attackiert worden. Sie musste eine Pakistan-Reise abbrechen und zurück nach Deutschland. Sie wurde transportiert in einem, wie lese ich, isolierten Raum eines Flugzeugs der Bundeswehrflugbereitschaft. Also die Frau ist hochkontagiös, das habe ich schon immer vermutet, aber dass es jetzt Corona ist, finde ich bezaubernd. Die Affenpocken haben es ja nicht so richtig gebracht, ne? Das haben wir alle gemerkt, obwohl... Abwarten. Lauterbach arbeitet schon dran. Ja, es ist ja genügend Impfstoff schon gekauft worden, aber ich würde sagen, Subtyp BA5 schlägt Affenpocken. Ja, das Corona-Orchester kann aufatmen. War der isolierte Raum für Frau Baerbock zufällig die Flugzeugtoilette? Weil das ist, ich wüsste nicht, wo man sonst einen isolierten Raum. Und aber ich meine, das ist doch gar nichts. Haben Sie mitgekriegt, was dem armen Herrn Lauterbach passiert ist? Der ist im Fahrstuhl stecken geblieben. Im Fahrstuhl stecken geblieben, ja, für ein paar Minuten. Und das ist eine Meldung wert der Bild-Zeitung, ja. Da sieht man doch mal, dass es ganz richtig ist. Und das heißt also, die Verächtlichmachung des Staates und seiner Repräsentanten, das darf man nicht. Und man muss also wirklich darauf hinweisen, wenn der Gesundheitsminister im Lift stecken bleibt, im Feindesland. Aber irgendeiner muss ihn ja wieder befreit haben. Blöderweise, muss man jetzt sagen. Ja, es waren wahrscheinlich Ukrainer. Und deshalb kriegen die jetzt dann noch ein paar Waffen mehr oder ein paar Spritzen. Nein, die kriegen noch Impfstoffe. Impfstoffe, ja. Also ich merke schon, jetzt macht man sich hier allgemein lustig über die ernste Lage
Und es ist Zeit, die Sendung zu beenden. Ihr könnt euch jetzt von den Knien wieder erheben, denn das wissen unsere Hörer nicht. Wir haben natürlich hier kniend diskutiert. Wir tun das immer, um ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus. Versteht sich, so wie die Fußballer das ja auch tun vor ihren Spielen. Wo war das jetzt? Aber nicht in Ungarn. Nicht in Ungarn jetzt. Genau, dann wird gebuht und gepfiffen. Also, das war der Kontrafunk am Sonntag, den 12. Juni 2022. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Keudel, Alexander Meschnick und Gudula Walterskirchen, und allen einen schönen Sonntag. Musik.